Moin Moin und Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Ihr wisst ja, es ist Weihnachtszeit. Und was gibt es in der Weihnachtszeit? Die Adventszeit. Und was macht man zur Adventszeit? Man macht bis zu 4 Kerzen an. In der ersten Woche das erste, zweite, dritte, vierte. Ne? Und dann steht das Christkind vor der Tür. Und um das sicherer zu machen dieses Jahr, habe ich mich für LED-flammenlose Kerzen entschieden. Mit Fernbedienung. Cool finde ich das. Ich habe mich für Cori entschieden, weil ich hatte schon mal was von denen gekauft und ich war eigentlich zufrieden damit. Das ist eine batteriebetriebene Kerze, weil ihr müsst das in Relation setzen. In dem Fall meckere ich jetzt nicht über den Batteriebetrieb, weil eine normale Kerze würde ja auch den Wachs verbrauchen und dann müsstet ihr sie auch wieder ersetzen. In dem Fall ist es das Gleiche, indem ihr dann einfach eine galvanische Zelle ersetzen müsstet. LEDs halten aber lange. Das heißt also, es könnte gut sein, dass diese Freunde hier über die ganze Weihnachtszeit leuchten werden. Ihr könnt sie nicht, natürlich nicht nur zur Weihnachtszeit benutzen. Das sind auch schöne dekorative kleine Kerzchen, die ihr dann überall in den Ecken dekorativ platzieren könnt. In meinem Fall ist es aber natürlich jetzt erstmal primär eine Weihnachtsdekoration. Das Gleiche könnt ihr aber auch bei Hochzeitsfeiern machen, Geburtstagsfeiern und Partys selber. Alles ist möglich. Was haben wir denn hier? Wir haben also flammenlos, sicher, unrealistisch sollen sie sein. Cool, melted edges und gelb. Es gibt auch noch RGB-Versionen, wie ihr hier seht. Es gibt sie auch in verschiedenen Formen. Und ich habe mich halt für die melted edges entschieden. Das heißt, es ist so ein bisschen realistischer aufgebaut hier. Ne? So, hier, so sieht's aus. Das sind zum Beispiel die zylinderförmigen Runden, sieht man da. Hier, das ist meine Version, Melted Edge. Dann gibt es die Drippings. Ach, da gibt's, darunter klebt bestimmt noch mehr. Also gibt es verschiedene Unterschiede, wie wir hier sehen. Warm Weiß, White, Amber, Cool White, Red, Green, Blau, RGB. Also ihr könnt verschiedenartige Sachen, für auch verschiedenartige nutzbare Sachen für euch dann entscheiden. Wenn ihr sagt, ich will lieber eine Partyflamme, also RGB, oder ich mag es gern blau, dann nehmt ihr dies. Alles, was ihr wollt. Die Funktion hier kann man hier in dem Fall mit einer Fernbedienung machen. Es gibt On-Off-Only, also es gibt auch noch verschiedene Timer-Funktionen etc. So, also, wir gehen aber jetzt mal mit dem Ding hier, was ich mir geholt habe, vor. Und die sehen dann so aus. Süße kleine Flämmchen. Für den Adventskranz brauchen wir natürlich nur 4 von denen. Oder vielleicht machen wir diesmal 6 Wochen lang, ne? Nein. Nein, machen wir nicht, okay. Ich hole mal eine raus. Hier ist sie, die gute alte Flamme. Sie sieht wirklich aus wie Wachs. Und ich rieche mal dran. Ja gut, neutraler Geruch. Das neutraler Geruch ist immer gut, weil neutraler Geruch bedeutet, dass da jetzt nicht so viele Weichmacher drin sind. Wir haben hier unten drunter noch so ein Pnöpel. Das ist ein Plastikteil, welches wir entweder rausziehen müssen oder sogar durch Öffnen hier aktivieren müssen. Ich versuche mal zu ziehen. Ah, es geht. Alles klar. Also einfach nur rausziehen. Dann wird nämlich ein Stromkreis da drin geschlossen zwischen der 3 Volt Knopfzelle und dem System selber. Jetzt machen wir es mal an und sehen, sie leuchtet. Und sie hat sogar so eine Flammenanimation dabei. Also sie wird heller, dunkler, heller, dunkler. Und was wir auch sehen ist, wir haben hier unterschiedliche Schattierungen. Oh, schön. Das ist aber cool. Ich zeige euch das gleich natürlich nochmal dann am Adventskranz selber und wie das dann auch im Dunkeln aussieht, weil hier in meinem Studio ist es ein bisschen hell jetzt. So, wir machen wieder aus und schauen uns mal an, wie wir dann die galvanische, nicht die galvanische Zelle, sondern die Knopfzelle da drinnen wechseln können. Wir entnehmen dies und haben hier eine CR2450, also eine sehr große, flache und auch relativ dicke. 3 Volt ist diese Coin Cell hier groß oder die Spannung ist 3 Volt und die kann man natürlich nachkaufen und dann nehmt ihr die raus und packt sie wieder rein. Es gibt ein Pluspol, das ist dieser große Bereich hier und es gibt ein Minuspol, das ist der kleine hier auf der Seite. An der Seite ist auch noch der Pluspol, nur mal so nebenbei. Weil wenn wir das jetzt reintun, haben wir einen Stromkreis, den wir schließen können, in dem hier diese Feder ist, das ist der Minuspol. Und hier dieser Aufnehmer an der Seite, das ist dann der Pluspol, der auch an der Seite geht. Dann stopft ihr die neue rein, drückt sie einfach hinein und nehmt euch hier
diese Verbindungsfreundin und macht die und lockt die wieder ein. Ihr könnt so eine kleine Schraube nehmen und das dadurch sichern. Aber ist das vonnöten? Nee, eher nicht, weil es hält fest. Aber wenn das, warum auch immer, mal abbrechen könnte, könntet ihr da eine kleine Schraube reinsetzen und dann läuft das wieder. Dann wieder auf Andrücken und das Ding ist wieder on air. So, das war der erste. Jetzt machen wir das mit dem zweiten auch. Dran ziehen und an. Der dritte, weil wir wollen ja einen Adventskranz bestücken. Alle funktionieren, wie ihr seht. Sehr schön. Schönes Licht haben wir hier. Die bubbeln schön rum und wir haben eine Fernbedienung dabei. Jetzt gehen wir zur Fernbedienung über. Die Fernbedienung sollte also eine Fernsteuerung bieten, um unsere Leuchtmittel dann auch fernzusteuern. So, hier gibt es auch wieder etwas zum Ziehen. Gleiches Prinzip wie vorher. Wir müssen das also erstmal hinausziehen. Dadurch wird der Stromkreis geschlossen. Jetzt können wir sie ausmachen, anmachen, ausmachen. Anmachen. Wir können Timer setzen. 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden. Sehr schön. So, Candle, Light. Light, Candle. Ja, bei Candle gibt es eine Vibration, also gibt es etwas mehr den Look wie eine Kerze. Und bei Light ist es einfach nur an. Sehr schön. Dann können wir hier in der Lichtausbeute runtergehen und auch wieder hochgehen. Das heißt, sie wird dann heller. So easy peasy könnt ihr also eure Fernbedienung jetzt hierbei nutzen, um dort dann auch wieder den besagten Coin Cell zu ändern oder zu wechseln. Brauchen wir hier eine CR2025, gleiches Prinzip, rausnehmen, wieder reinstecken und hinein damit. Dann ist eure Batterie wieder platziert und wir können die Fernbedienung nutzen. Sehr cool und jetzt bauen wir das mal in unseren schönen Adventskranz. Und werden uns angucken, wie es wirklich dann auch im Dunkeln aussieht. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.